Hallo und herzlich willkommen aus dem verschneiten Erzgebirge. Dies ist eine nachfolgende Folge von dem gestrigen Tag. Aus technischen Differenzen funktionierte es nicht richtig. Und ja, Folge 17. Wir machen weiter mit unserer Verkabelung. Hallo erstmal. Ja, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber ich bin der Rüdiger. Na ja, gut, egal. Ab in den Hauptschirm. So, let's go party, ne? So, jetzt sprichst du. Jetzt hast du mehr Dunständer als ich. Ich bin nur hier noch am deinen Zeug abbauen. Kannst du doch lassen. Das kann ich doch später machen. So schlimm ist das jetzt nicht. Dass du das wegmachst. Das Wichtigste erstmal, dass die Farm läuft. Der ganze Scheiß muss noch weg. Aber das mache ich später. Das ist eigentlich nicht groß, was ich mache. Hier, ich gebe dir erstmal dein Backpack mit Erde. Das brauche ich gerade nicht. Brauche eher den Platz. Dann mache ich erstmal hier die Pisten rein. Das sind die jetzt auf frischer Höhe? Müsste sein, ne? Dann können wir, ja, müsste. Wie man sieht, es ist eine übergroße Farm. Eine mit der größten Farmen, die wir bisher gebaut haben. Oder? Ne, die allergrößte Form haben wir in einem anderen Modpack, aber nicht in dieser Form. Ja. Es sind immer, wie viele Felder pro Seite? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder pro Seite. Das macht 12 Felder. So viel haben wir gar nicht anzubauen, ne? Ja, wir haben schon irgendwas anbauen. Ist ja egal jetzt. So nur sehr viel Witchery-Gelumpe. Ist jetzt nicht so tragisch. Warum sagt man nicht, ne? Nee, Baum haben wir hier nicht. Ach Quatsch, das ist schon wieder falsch. Ach so, warum bist du denn so viel gebaut, wa? Ja, um genau zu sein, 60. Oh, brauchen wir später sowieso Hätte ja nicht. doch ein Stack gereicht. Okay. Ja, dann tue ich jetzt einfach nur Level drauf. Ja, und dann kommt hinten die ganze Verkabelung. Soll ich mich schon hinten durchbuddeln? Mir Boogie. Ich habe ja keine Ahnung, so richtig, wie du das hier machst, aber. Ja, dann lass mich das machen. Ich tue einfach mal. Oder so weit rein, bis du die Pisten siehst. Wunderbar. Hab so. Schau mal. Du hast hier hinten eigentlich immer eine riesen Kammer gebaut. So. Relativ. Ja, weiß, ja klar, es müssen 3 oder 4 Plätze sein nach hinten hin. Das sind jetzt aktuell 1, 2, 3. Ich mach mal 4. Zeig mal, wie machst du das? Wo hast du die Pisten? Da. Da hinter den Pisten, ne? Muss auf jeden Fall noch zwei Blöcke, zwei? Ein oder zwei Blöcke dahinter noch auf der gleichen Höhe sein. Dann müssen nämlich die Repeater hin. Wo hast du Warte. dich runtergebuddelt? Da war es gut. Du kannst sie doch auch mit Redstone-Fackeln von unten befeuern. Nee, ich will das aber mit Repeatern machen. Na, kannst du das dann immer noch? Dass er Wieso? dann so, dass nicht dauerhaft eine Redstone-Leitung befeuert ist. Gut, das ist doch egal. Lag. Ach, so schlimm wird das nicht. War ja nur ein Vorschlag. Wichtig ist erstmal, dass man dann später nicht ausleuchten, ne? Oh, ich sehe jetzt schon nicht mehr.
die Fackeln holen. Ja, brauchst du nicht holen, ich hab. Ach so. Schön, du hast sie. Hier. Oder? Sekunde. Ich bin noch gerade dabei, das ja wegzurupsen. Ich weiß nicht, ob der Gedanke so gut ist, wie ich das habe. Mhm. Und dann kann man hier ran, nämlich die Fackeln machen. Ich muss hier auf jeden Fall noch. Also müssen zwei Blätter machen. Mhm. Mach mal an. Macht sich gut, da kann ich mich hier oben durchkuppeln. So. Für die, die sich gerne bei unseren Aufnahmen. Ups. Ups, das mal weg, das ist das Marilla, das mache ich auch gleich wieder hin. Für diejenigen, die sich gerne bei unseren Aufnahmeton beschweren. Ich hoffe mal, am Donnerstag kriege ich den Ton besser hin. Wieso am Donnerstag? Weil ich doch morgen und übermorgen wieder alleine aufnehme. Ach so. Und da wird dann am Donnerstag der Ton dann besser sein. Weil ich bisschen was mit unseren Mikros umbauen werde. Mhm. Dann nutzen wir nicht mehr beide ein Mikro, dann nutzen wir dann jeder ein eigenes Mikro. Na dann. Ja. Dann sage ich dann bye bye USB-Mikro. Das nutze ich dann nur noch, wenn ich alleine aufnehme. Oder wenn wir direkt an einen Tisch aufnehmen. Da bestehen ja dann demnächst auch noch verschiedene Projekte. Wenn es Henno Girl Lust drauf hat, natürlich. Je nachdem was. Ich dachte mir zum Beispiel Sims. Also. Ja, also mal gucken, ob es. Ne? Ja, es müsste wieder funktionieren, wenn ich da falsch bin. Weil wir haben nämlich gerade extreme Probleme mit unseren PCs. Keine Ahnung so richtig wieso, weshalb, warum, aber sie bestehen. Hm. Was? Reicht nicht? Wir sind noch nicht noch am lange Ende. Nicht. Wir sind noch lange nicht am Ende. Aber wir sind noch nicht mal bei der Mitte angekommen. Ah, Gottchen. Das wäre wiederum der Sinn gewesen, zum Beispiel bei dem Ding, was ich dir sagte, mit der Red zum Fackel drunter. Da kannst du immer drei mit einer Fackel ansprechen. Hm. Mach's aber so, wie ich es kenne. Ja, es war ja nur so eine Idee für dich. Achtung, hier, ab hier mache ich kurz einen Cut. Mhm. Da bulle ich mich erstmal so auf den Lock. Geht besser. Na? Ja, ja. Hey, ja, das Problem ist ja an meinem Ton, den wir hier haben. Ich muss den Ton digital hochdrehen. Das ist doof, oder? Genau. Leider übelst du die Qualität runter. Ja, das weiß ich.
Ja doch, wir haben immer dauerhaft so ein Brummen im Hintergrund. Und das hat aber nichts damit zu tun, ne? Doch. Also. Weil ich das digital hochregle, hört man die Hintergrundsounds mehr. Das ist das Problem hier dran. Wenn ich das schaffe, ohne das digital hochregeln, dann bin ich richtig gut. Dann haben wir einen guten Plan. Ich baue hinter dir schon mal den Gang wieder so, ne? Ja, kannst du machen. Es ist einfach nur für mich, dass ich erstmal hier ordentlich durchkomme. Ich bin nur gerade dauervoll, das ist das Dumme. Warte mal, komme ich hier gleich auf Anhieb raus? Hier. Ja, jetzt geht nur hier. Wir sind auch bald hinten, ne? Also? Jo. Ich muss bloß erstmal kurz mich ein bisschen auslernen. Ich bin nämlich überfüllt. Mit allen Scheiß. Wir haben es nicht mehr weit bisher noch. Also hier bin ich jetzt so. Ach ja, hier war schon die Mitte hier. Ich rufe mich mal hier drüber lang. Müsste eigentlich schon klappen, wie ich mir das gerade denke. Jo, ist schon das Ende. Bauen. Ich habe jetzt nicht genug davon, aber ich kann ja alle möglichen anderen Blöcke nutzen. Wenn ich jetzt da richtig liege. Dann ist mir erstmal das scheißegal gerade. Ich werde das mal nur zu sehen, dass ich noch ein bisschen ausgefackelt hier kriege. Ne? Das richtige Ausleuchten mache ich dann. Es schneit. Jo. Und nicht nur im Spiel. Oh doch. Gerade schneit es bei uns mal nicht. No. Es schneit ausnahmsweise mal nicht. Eigentlich wollte ich sagen, es scheint ausnahmsweise mal die Sonne. Ja, das ist bei uns so schrecklich teilweise, dass bei uns mehr aktuell bewölkt ist und mehr Schnee als alles andere. Na, dafür nennt sich das ja auch Winter, ne? Bei uns ist wieder das lustige Spiel angesagt. Such die Straße. Halt früher. Hättest du die Straße suchen können. Ja, jetzt sind sie wieder frei, ne? Denke ich mal. Hoffe ich mal. Den Winterdienst hier, den kannst du echt in den Donner treiben. Also, kann man vergessen. Hätte ich mir das früher als Hausmeister erlaubt, also ich hätte meinen Job schneller verloren, als ich gucken kann. Aber egal. Ja, so ist es halt, wenn die Stadt nicht mal mitschieben darf, ne? Ja, sinnlos Unfälle riskieren, schwer verletzte Pipapo, aber Hauptsache die Stadt darf nichts machen. Ist egal. Dann hoffe ich mal, es klingt vielleicht ein bisschen krass, aber es sollte mal den, der das beschlossen hat, mal erwischen, dass er weiß, dass er was falsch gemacht hat. Oder? Jo eingeschlagen. Bei mir nicht. Na, du siehst das ja nicht. Ist ja mein Video. Schön. Und schon ein Stück mehr davor. Ich will nur das Stück da vorne wieder zuhören. Brauchen wir ja nicht. Noch nicht.
So, und die Verkabelung willst du alleine nur in der Mitte durchgehen lassen, oder wie? Jo. In der Mitte. Aber mir fällt gerade ein, wir können das nicht zweierlei spalten. Wieso? Dann hätten wir noch eins in der Mitte dazu machen müssen. Wieso? Na, überleg mal, wir haben in der Mitte. Sind fünf Blöcke. Fünf Blöcke. Ja. Wasser, Wasser, sind schon mal zwei weg, haben wir noch. Ah, stimmt. Nee. Nee, stimmt nicht. Wasser, Wasser, sind schon mal noch drei. Ja. Na, dann muss hier zwischen Redstone und Wasser muss mindestens noch ein Block sein. Dann machst du das unterirdisch. Ich mein bloß. Na, so nebeneinander geht das nicht. Da knallst du Glühwein runter, das ist doch nicht so tragisch. Ja, meine ja nur. Ja. Ist da noch hinten mehr Platz? Hä? Noch hinten mehr Platz hinten? Wie? Na, nach hinten noch einen mehr Platz, meine ich jetzt. Ob ich den brauche? Ja. Wieso, ne? Darf ich dich mal bei deiner Redstone-Verbindung ein bisschen ärgern? Nee, du lässt mich das jetzt so machen, wie ich das mache. Nein, nein, ist doch in Ordnung. Ich wollte nur hier dann mit der Karten und das dann immer von hier oben verbinden, so kannst du gut Repeater dazwischen graben. So meine ich das. Das ist gerade alles, was ich dir damit sagen wollte. Ja, ich zieh's ja auch gerade nur erstmal durch. Ah ja. Ich guck erst mal hier, warten, ja, ich bin mit dir verdickst. Oh Gott, bei uns ist wieder Party auf dem Gang. Ich guck mal kurz, nicht, dass irgendwas passiert ist. Ich glaube, das ist das Abreißkommando. Das endgültige Abrisskommando von der neben uns. Ich würde sagen, der hat nur die Schnauze voll in unserem. Und der schmeißt das in den Anhänger rein. Oh, hat jetzt noch schnell das gefunden. Wenn du da mehr als schon eine Woche dranhängst, da die Bude leer zu räumen. Ich hatte auch keinen Bock mehr. Ich schmeiß das hier oben mal gerade komplett weg, ne? Wieso? Weil ich sonst den Weg nicht hinkriege, da runter. Das ist bloß der Mittag. Weißt du? Ich geh mal kurz rein. Wenn das bei dir noch steht, ja, es steht noch. Gut. Ich hab's nicht weggetan. Sorry für das Schwarzbild. Geht gerade nicht besser. Und dafür ist dann auch Tag. Hier bauen wir Ober- und was wieder bauen. So. Warum ist halt hier so, dass hier unten halt am Ende der Bahn halt unten halt im Boden ein Schalter ist? Hm. Dann passt das schon. So, da brauchen wir uns halt keine Gedanken machen. Also damit es zwischen den zwei Kabeln geht, einfach eine Treppe lang. Also, irgendwie. Weißt du? Mhm. Und dann auch über dieselbe System da lang kommt. Ach ja, wie lange ballert er da drüben schon rum? Wann? Lange genug. Aber was verlangst du? Er ist ein älterer Mann und alleine. Tja, man hätte ja auch mal klingeln können, mal fragen können, ob man irgendwann helfen soll. Ich wäre da eher nicht so. Ich bin ja nicht so wie andere, die nur was machen, wenn sie was kriegen. Ne? Ich kenne da genug Leute, die da so sind.
Ich nenne beabsichtigterweise keine Namen. Ich würde sagen, mit einer Schaufel kommst du da gerade nicht weit. Eine Schaufel? Ich habe da gerade mit einer Schaufel gebaut. Und du wolltest gerade mit einer Schaufel Steine bauen. Das würde hochgehen. Dauert halt noch ein bisschen, bis es weit ist. Spitzhacke gebaut. Du baust gerade falsch. Nein, ich baue richtig. Ja, das ist aber scheiße, wie du das machst. Wieso? Ich baue nur noch unten. Hier kommt dann am Ende die Redstone hin, die Lampe, die Fackel. Willst du die Treppe runter machen oder was? Nee, ich überlege mir gerade noch, wie ich das baue. Am besten ich gehe noch eins tiefer, dass man hier hinten wie so ein kleines Rondell machen, wo das Redstone hochgeht wieder. Wo der Schalter ist dann halt, weißt du? Wieso? Ich hätte jetzt einfach nur eine Treppe hier hingemacht. Nein, falsch. Du machst jetzt einen Schalter für alles. Jetzt gerade schon. Ich wollte aber links und rechts eine machen. Also links und rechts eine Leitung und dann mit der Weg. Ja, ich kann sie auch lassen und du machst es selber, aber ich weiß gerade nicht, wie du es machen willst. Ja, ganz simpel. Du machst hier, hier machst du einen Trenner rein. So. Warte. Ich hab zum Glück gerade ein bisschen Redstone, geht das? Dann machst du einmal so und einmal so. Weißt du, was ich meine? So. Weißt du, was ich meine? Ich weiß aber nicht, ob das dann mit dem Wasser hier klappt. Na klar klappt das noch. Das Wasser kommt oben. Das Wasser kommt hier oben rein. Hier. Deshalb buddel ich auch ein bisschen tiefer, dass wir uns da nicht ins Gehäcksche kommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin nur gerade am überlegen, ob ich das hier hinten mache. Aber hier muss ich auch noch ein kleines Stück tiefer. Das mache ich auch hier am besten. Soll das jetzt so bleiben, so wie es hier ist? Ja, eigentlich schon. Das kann, hier vorne bleibt das so. Ich baue dann oben bloß so was drüber. Das heißt, am Wasser dann so baue ich was drüber. So, wie man das dann hier drüben in den Schaltern löst, das ist gut gestanden. Ich habe das schon so mein Gebitzle gemacht damit. Kennst mich ja. Der Kabelmeisterverstecker bin ich ja. Darin habe ich ja meinen. So, hier hinten soll ja der Stecker, das Kabel. Das würde ich sagen, dann machen wir hier ein und da ein. So, warte mal kurz, lass mich mal kurz denken, wie ich das machen will. Du hast ja gerade die Spitzhacke in der Hand, ne? Ich muss gerade mal Redstone holen. Achso. Reicht wohl gerade nicht? Nein. Ja. Prima, der Schalter mit. Beziehungsweise kommt hier das Wasser runter. Dann ist hier das Ablauf, ne? Die Rinne. Nee, da wo das Holz ist, ist die Rinne. Ja, ich habe mir jetzt gerade, ja, stimmt. Ich habe mir jetzt gerade das nur so als Markierung gesetzt. Also würde ich das so machen, dass hier der Schalter ist, hier an der Stelle. Also musst du den Schalter hier auf diesem Block, den ich jetzt platziere, machen. Tea time. So, genau. Hast du jetzt zwei Schalter? Wo sollen die hin? Einer hier, wo ich gerade stehe. Und der andere daneben. Auf der anderen Seite. Also da, wo du gerade bist. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht. Du hast ihn, ja? Nein, du. So. Dann gibst du mich mal Redstone. Ein bisschen weiter, dass ich bloß unten das Grundkabel mache. Na, da bin ich ja gerade dabei. Nein, ich meine nur die Grundverkabelung hier unterhalb. Also unter den Schaltern. Darum geht es mit der Karte los. Mehr will ich da gerade gar nicht machen. Das wäre dann hier, wenn ich mich jetzt nicht irre. So, genau. Dann ist hier der andere Schalter, dann geht das so. Ist jetzt egal, wie es gebaut ist.
Das ist nicht schlecht. So. So, so. Fertig. Und hier führt dann einfach noch eine Treppe runter. Sehr, sehr. Hier in der Mitte. Da. So, dann machst du mal die Schalter an. Machst du den auch an? Hab ich doch. Achso, ich hab ihn, glaube ich, gekackt. So, ich hab was nicht gekattet. Also gekackt. So. Dann ist hier die Wasser. Warte mal, ich mach mal kurz die Wasserschicht raus, ne? Dass ich das etwa weiß, wo ich dann lang bauen muss. Dass ich weiß, dass ich das Redstone nicht wegblute. Wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Sind ja gleich fertig. Jo. Der endgültige Betrieb der Farm wird man dann später sehen. Wenn wir den nutzen. Ups, hast du schon den Rest weggehauen? Ist das richtig war? Nee. Egal. So. So. Wenn du möchtest, kannst du ja gucken, ob alle Pisten oben sind. Sieh mal. Ich bin gerade nur hier am Pitzeln noch gestellt. Das Automaterial. Sieht gut aus. Sieht gut aus, ne? Genau. So, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich irgendwelche Erde habe. Ich bin dabei. Ich will gerade gucken, habe ich noch genug Erde oder habe ich nicht? Hab doch genug. Das war ein Scheiß. So, erschmoren. So. So, haben wir es doch auch geschafft, ne? Also in der Mitte können wir sogar eigentlich lassen. Wird sogar später noch mit was anderem ausbauen. Weißt du? Mach wie du denkst. Ich hole schon mal was. Bin jetzt auf die Schnelle Wasser finde natürlich. Das sind diese verschneiten Landschaft nicht ganz einfach. Da ist ja immer und immer wieder zufriert. Wie es halt in der Realität ja auch ist. Sonst? Mhm. Oder hackt der Specht? Mhm. Hackt, ne? So, das haben wir. Dann gehen wir. Bin ich leider noch nicht ganz fertig. Das soll später nämlich eine Treppe werden. Ja. Dass man auch hier hochrennen kann, in der Mitte. Wenn man das gerne möchte.
Wenn ich irgendwie was fluten sollte, ne, musst du mir Bescheid sagen. Aktuell sieht es sehr gut aus. Wenn du nichts weiter abbaust. Als ja, doch, ich muss ab und zu was abbauen, weil das sonst hier nicht passt. Ja, aktuell sieht es gut aus. Also. Ich kann hier unten drunter ja noch eine Schicht ziehen, wenn du willst. Eine Schicht geht noch. Schon mal was. Ich würde hier unten ja eh dann später ein bisschen anders machen. Also, dass hier auch wie so ein ordentlicher Aufgang und Durchgang ist, weißt du? Mhm. Dass du sagst, nimm eine Redstone-Leitung lang grenzt, dass das dann die Redstone-Leitung auf deiner Kopfhöhe dann ist. Weißt du? So wollte ich das dann später sowieso bauen. Dass hier noch ein Eingang. Breites Ding hast, bitte durchrennen kannst. Was wahrscheinlich auch noch mit Speedblöcken ausgestattet wird. Ach na nun. Wieso? Die sind doch nicht teuer. Kann man doch mal machen. Zum Glück sind sie ja nicht so teuer. Das bepaute Redstone, die haben schon mal weggerupst. Hm? Da war ein sinnlos bepaute Redstone. Wo denn? Hier drüben war ein Redstone. Mhm. Einfach ein sinnlos. Ach du blöde Sau. Danke. Wie ist denn das? Wenn die Erde, wenn das Wasser einen Block drüber hat, dann dürfte es doch normalerweise nicht zu Eis werden. Ja. Gut. Dürfte eigentlich nicht. Lass mich und Mensch. Dürfte eigentlich nichts passieren. Weil im Haus selber oder bei den anderen Haus, was wir gebaut haben, wo ich das Glasdach drüber gemacht habe, ist ja auch nicht mehr passiert. Wenn du dich noch entsinnen kannst. Ja. Ups. Nicht wundern, ich hatte gerade versehentlich die Verbindung gecuttet. Via Block. Ach, deswegen wird das eine hier geflutet gerade. Ja. Ich hatte gerade versehentlich nur den. Erwischt hier. Diesen. Mhm. Den Block versehentlich einfach nur gecuttet.
So, ich hab's bald geschafft, den Gang hier unten relativ annehmlich zu bauen. Jetzt muss noch ein bisschen Grundriss machen. Ein bisschen abreißen. Dass das dann auch alles seine Richtigkeit kriegt. Die Spitzhacke ist kaputt hier auf den letzten Meter. Gibt's ja nicht. Siehst du, dass es das gibt. Das gibt's noch gar nicht. Oh, Badrala. Wie letztens zuerst noch, wo ich den Spruch reingehauen habe. Scheibenkleister. Nein, war nicht so gut. Wieso Scheibenkleister? Und wir haben hier nur ein kleines Problem mit Eis. Dann machen wir da einfach Steps drüber. Ja, jetzt müsste es klappen eigentlich. Ja, ich kann ja dann gleich mal Steps machen. So, der Gang hier wird jetzt eigentlich groß soweit fertig. Warte. Minecraft hin, ja. Gut. Ich hab hier nicht gerade viel machen können. Ne, ich hab doch schon. Ja, du brauchst nicht so viel Fackeln davor ballern. Sieht cool aus. Und du selbst drüber bauen kannst. Man kann ja die selbst ja trotzdem, man kann ja die Fackeln ja trotzdem lassen. Aber da haben wir halt eine 100% Versicherung. Weißt du, was ich meine? Die hat man bei dir nie. Hätte ich das einfach jetzt gemacht. Oder? Die Fackeln kann sowieso schon stehen bleiben. Ist ja nicht eine breite Laufschneise. So eine Scheiße. Und das war ja falsch gedacht. So. Kannst du mir eigentlich mal noch helfen? Bei was? Na hier. Abbauen. Die Scheiße begreifen. Ja, so dass ich da Wasser hinmachen kann. Na beim nächsten. Hier nee. Hier bin ich gerade zugange. Na, hättest du schon Wasser machen können, du Pfosten. Ich baue nur grob ab, ne? Die genaue Feinheit machst du dir schön selber. Aber du weißt ja eher, wie du das machst. Oh, da war die Technik freigelegt. Das wollte ich natürlich nicht. So. Ich brauche aber mal Erde. Ah ne, ich hab.
Ja, super, jetzt komme ich hier nicht mehr ins Wasser rein. Dann musst du da bloß einen Block wegnehmen. Warte noch nicht bei mir. Achso, ja, du bist dort, okay. Ich dachte bestimmt, du warst jetzt hier schon. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Lass mir mal bitte hier vorne die Löcher noch. Wieso? Ich hab das. Ich hab hier mit Absicht gerade. Stopp. Jetzt hab ich keine Erde mehr. Warte. Guck mal, ob ich mal ein Bag hier schaffe. Na, du hast doch Erde abgebaut. Ja, ich geb dir aber ein Backpack. Ich hab keinen Platz für ein Backpack. Dann mach dir Platz. Ich kann dir auch ein leeres Bag geben. Junge, zwei Sticks hätten mir doch gereicht. Das ist aber wieder genug. Du hast Platz genug, hab ich gerade gesehen. Also, was soll denn Blödsinn? Trotzdem brauchen wir zwei Sticks. Und warum willst du da vorne eigentlich das offen lassen? Nur jetzt, Schatz. Nee, warum? Damit ich sehe, wo ich schon war. Ach so. Hoffentlich erfrierst du nicht. Hm, und wenn schon. Schnauze. Das ist ja nicht mehr, ne? Das ist ja nicht mehr up to date hier. Ich werde wahrscheinlich sehr viel offscreen weiter basteln an den Design. Das muss ich ja hier doch selber machen. Na doch, ich mache doch gleich weiter. Ich hätte noch jeden Wort mal die Lücke zugemacht. Ich mache hier schon. Wo warst du schon da? Wo, da bist du gerade. So, dann haben wir das auch die Rille. Da sind es noch drei Rillen. Dann sind wir falsch. Dann würde ich sagen, wir bauen den Rest in Offscreen jetzt schnell fertig gleich. Ja, den Rest braucht man ja eigentlich nicht mehr sehen. Nur noch, wenn es dann abgeerntet wird. Wollte ich jetzt schon gerne noch zeigen. Wo? Das, was wir hier gerade gebaut haben, das ist normale Minecraft-Vanilla-Technik. Kann man jeden in beliebiger Welt nachbauen. Ab einer bestimmten Version halt, glaube ich, oder?
weiß ich gar nicht, wie die früheren Versionen waren, ob das mit dem Redstone schon so war. Kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ach, ich kann mir auch noch den Typen, den mir da mal gezeigt hat, mit seinem Bahnhof da. Was? Was für ein Bahnhof? War das gerade im Spiel? Nein, das kam von mir aus von links. Ah, ich meine, der eine Typ, der hat doch hier so einen riesen Bahnhof gebaut. Das hast du mal so geöffnet. Und hast du wohl gesagt, das ist sein einziges Projekt. Was er jemals gemacht hatte, glaube ich, oder so. Bahnhof? Ja, der hatte da so eine Mod drin, dass man aus Erd Redstone gewinnen kann. Ach so, ja. Was ist damit? Fand ich irgendwie cool. Machen wir weiter mal gucken. Der hat viel mit Redstone gebastelt. Ja, aber auf welcher Version? Das ist die Frage. Kann man dann schnell nachgucken. Aber ich finde den cool. Oh, der hat ein bisschen viel zu ernst genommen. Ein bisschen mehr als Kronk. Es gibt halt immer welche, ne? Die extrem übertreiben. Vor allem der mit seinen Dirt weggeschmeißen immer. Weißt du? Ja, hat er aber auch nur gemacht, weil er sonst nicht an Dias rankam. Redstone. Oder ja, Redstone. Nee, aber warum haut er dann die Hälfte von seinem Dirt wieder weg? Bloß weil er der Meinung ist, das wäre Cheaten. Hätte doch bloß die Hälfte vom Dirt reinschmeißen brauchen. Das ist echt total bekloppt, wenn man es so sieht. Für was macht man Mods rein, wenn man sie dann eh nicht richtig nutzt? Weißt du, wie ich meine? Hm. Das ist doch eigentlich total Schwachsinn, wenn man es so sieht. Machst du mal hier noch ein paar Slabs-Foto? Ja, ich habe gerade keine Stones mehr da. Aber ich gehe so holen. Ich habe jetzt hier hinten das Fall hier bastelt. Noch die letzte Rille. Mhm. Und dann mache ich da gleich das mit den Slabs. Da fliegt sich kurz heim. Da sind wir jetzt schon fast bei einer Stundenfolge. Gibt's heute eine extra lange. Dafür, dass ich sie gestern nicht gemacht habe, gibt's hier extra. Na? Mhm. Die gestrige Folge als kleine Entschädigung gibt es als extra große Superfolge. So immer nett, oder? Was meint ihr dazu? Bitte was? Ich bin jetzt gerade ins Witchery-Menü gerutscht. Crafting-Menü, obwohl ich einfach bloß Snaps gemacht habe. Hm. Ich kapier's nicht. Ist mir zu viel. Ich komm da drauf nicht klar. So, dann werden wir uns dann langsam hiermit auch das Ende entgegensteuern. Oder willst du noch was machen jetzt hier? Wir sind eigentlich soweit fertig. Ich muss halt nur noch oben Wasser das reinmachen. Mhm. Das war's dann. Dann können wir mal als Test auf einmal runterdonnern lassen. Da muss ich dann vorstellen kann, wie das etwa abläuft. So. Hast du das Eis weggemacht? Ja. Gut. Das Eis habe ich weggenommen. Die eine Wasserquelle hier vorne lässt mir immer noch frei, ja? Hm. Obwohl, nee, kannst du eigentlich zumachen. Ich habe jetzt hier Wasser zum Nachnehmen.
Mal gucken, was ich dann in der Dienstag- und Mittwochfolge machen werde. Mal schauen. Vielleicht mache ich da einfach mal so Mod basteln. Also an der Mod basteln. Oder? Oh, wo ist Spiel? Ich nehme doch die ganze Zeit meinen Desktop auf. Da kann ich doch auch das machen, wie ich zum Beispiel dieses Biom rausmache und so weiter und so fort mal als Folge machen. Mhm. Das kann aber halt auch schnell eine Stunde dauern. Oder zwei. Du weißt das ja, wie sowas sein kann. Mhm. Wenn man auch mal rein und raus macht, dass man da Probleme gibt. Okay, dann würde ich sagen, wir lassen dann gleich mal den Testlauf, das runterballern. Auch vorher machen wir hier erstmal den Schlitz unten rein. Ich fange schon mal an, das auszubügeln. Ne? Mhm. Können wir ja später dann mit Hoppern oder so mal ausstatten noch mit. Ja. Mit Hobbern und Chests, dass das dann natürlich einfach gesammelt wird. Ach Gott, scheiß drauf, ich bin jetzt überall so Hühner, Alter. Fällt mir der Schädel. Kein Bock mehr. Langsam ist er auch mal genug hier mit den Gebastler. Aufrecht ist, dass ich selber in meinen Aufnahmen ziemlich leise komme. Hm. Keine Ahnung warum. Und ich bin schon ziemlich laut, weißt du? Du bist lauter als ich, obwohl du leiser laberst. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich halt mehr Bass drin habe. Und du weniger. Irgendwie. Keine Ahnung. So, alles ist vorbereitet für den Testlauf. Uno Momento. Mhm. So, theoretisch dürfte ich jetzt hier nichts mehr spawnen. Mhm. Machst du rechte Seite? Linke, wollte ich sagen. An. Wie man sieht, es läuft wunderbar. Also hier. Achso, ja, das ist bloß ein Leggy Backpack. Oh, war ja. Verzeihung für die Unannehmlichkeiten. Das Bild ist wählen, aber man sieht zumindest, wie es funzen soll. Ich bin bloß halt gerade überfüllt mit Schneebällen. Mehr als genug. Boah, Alter. Eine Menge. Schneebälle. Also es funktioniert. Und da sieht man auch, dass es jetzt hier wieder runterläuft. Das backt halt nur ein bisschen das Wasser. Das ist schon in jeder jeglichen Version gewesen, die ich kenne. Dass das Wasser backt? Ja. So, ich setze mal Magneten ab. Mach du mal Magnet aus. Nö. Nein, ich wollte es so, dass man sieht, wie es runterläuft. Okay, dann kann ich auch paar Stunden weiter weggehen. Hier sieht man es. Das läuft dann alles hier unten in die Rille. Sag Bescheid, wenn alles unten ist. Mhm. Nice. Ja,
Das kann ein Weilchen dauern, teste doch das Spiel. Aber so toll leckt es gar nicht, ne? Nö, geht eigentlich. In einer Welt, wo wir eigentlich immer Probleme haben. Tja. Geht diesmal ziemlich gut. Hatte ich letztes Jahr den PC schon? Nee, ne? Das Sabotage steht noch nicht. Das will ich gerade gar nicht. Ich glaube, da habe ich noch über den Meter da unten, glaube ich, gezockt. Ich wollte mal sagen, es ist alles unten. Und dann hast du hier unten in der Rille, ist alles drin. Da brauchen wir dann bloß durchflutzen. Dann hat man alles. Alles drin. So, und dann brauchen wir da halt. Ich bin schon davon gestehen. Ich mach's gerade schon zu blöden. Ja, ich hau's gerade so in die Kiste. Das ist mir gerade erstmal bitte. Das mit den Blöcken dann nur später machen. Also man kann jetzt sehen, wie wir uns das denken und wie wir das machen werden. Stimmt's? Ja. So. Das wollte ich gerade vorne. Was denn? Hier legen. Ist doch cool. Wir müssen da. Ja. Man sieht, wie es aussieht. Man sieht nichts. Ich würde mal sagen, die Kiste drin ist voll. Könnte sein. Ist egal. Schließ mal den erst an. Du kannst ja noch zwei, drei solche Kisten craften, bis es ME kommt, was ja auch nur in einer Folge passieren wird. Ich weiß nur noch nicht genau, in welcher Folge. Werden wir ja dann sehen, wenn es dann soweit ist. Und ich würde jetzt sagen, wir haben es, oder? Oder? Wir haben es geschafft. Wir haben eine Farm gehabt. Eine riesige Farm. Oder? Mhm. Gut. Dann sage ich hier offiziell Ciao. Ja. Die üblichen Sachen, die man mit dem Video machen muss, wisst ihr ja. So, und dann? Hast du das letzte Wort? Nee, mach du mal. Nö, nee, ich geb dir aus. Tschüss. Sag mal ganz im Schluss, aber okay. Ciao.